zusammen und willkommen zurück hier wieder bei den Nachbarsbauern auf der Edelsbach. Ich bin hier nach wie vor am Boden bearbeiten und am Dreschen. Und ja, Andi, was machst du denn heute Schönes? Ja, ich wollte gerade den Helfer zurück zum Hof beordern. Da habe ich gesehen, dass er seine Arbeit nicht erfolgreich beendet hat, sondern einfach zwischendrin aufgehört hat. Das werde ich jetzt eben mal fertig machen. Und dann wollte ich mich wieder um die Grünlandpflege ein wenig kümmern. Ah, Grünland ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das muss ich auch irgendwie demnächst mal machen. Ich weiß gar nicht, wie weit meine Wiese ist, ob ich die schon wieder mähen kann, weil ich brauche ja wieder ein bisschen Silage, damit meine BGA weiterläuft. Das heißt, da können wir ja mal ganz kurz gucken hier. Machen wir mal das Gras kurz an. Jo, das ist, ja, wir können arbeiten. Ja gut, wir sind ja die ganze Zeit am Arbeiten, wir kommen ja gar nicht mehr hinterher. Was? Das, du hast das, nichts zu tun? Das ist wieder so typisch. Da hast du wirklich Folgen und Tage, wo du einfach nichts hast und dann kommt wieder alles auf einmal zusammen. Ja, aber lieber zu viel als zu wenig zu tun. Das ist wohl wahr. So, jetzt müssen wir aber, bevor wir hier weiter säen können, müssen wir erstmal die Saatmaschine auffüllen. So. Und was sehen wir denn jetzt auf dem anderen Feld da unten? Irgendwas mit Stroh wäre doch toll, oder? Hm. Hast du es gehört? Wie da die vier Leute vom Stuhl gefallen sind. Nein! Das heißt, du hast so ein Stroh-Einblase-Gerät. Richtig. Müssen wir mal gucken, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wann. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Der kostet 2000 Euro. Meine Überlegung war, ob das Ding auch in einen Anhänger Stroh laden kann. Oh. In einem Anhänger? Willst du das Stroh auf dem Boden aufsammeln? Fahr doch mit dem Ladewagen hin. Ich dachte, weil ich ja im Moment keine Stroh ansehe, also dann Stroh ansehen, dachte ich mir vielleicht, kaufe ich mal bei dir 1, 2, 3, 4 Ballen ab. Hm? Und die dann eben gleich in loser Form. Ach so. Aber noch ist es auch nicht wichtig. Ich habe gerade geguckt. Stroh ist mit dem bisschen, das ich hatte, relativ voll gewesen. Okay. Wobei ich eh auch ein Feld, na, das müsste eigentlich reichen, das Feld oben am Hof, wo jetzt der Mais noch am Wachsen ist, da könnte ich, denke ich mal, nächstes Mal nochmal eine Weizenrunde machen. Sollte sich, denke ich mal, zeitlich ausgehen. Oh, da fährt eine Sämaschine. Ja. Ah, wir haben den automatischen Blinkerausmacher gar nicht dabei. Ja, ich dachte auch vorhin mal wieder, warum steht auf dem Hof der MB-Truck und blinkt da munter vor sich hin? Ich glaube, den packe ich mal mit dazu, hä? Können wir fürs nächste Mal gerne mit reinnehmen. Das ist in meinen anderen Let's Plays ein Mod, der unverzichtbar ist. Ja. Ich meine, ist ja in echt auch so. Der geht ja auch aus, wenn du zurücklenkst, der Blinker. Ja. Das ist dann wieder so eine Sache, warum wird das nicht von standardmäßig schon mit reingepackt? Ja. Muss wieder irgendein schlauer Modder her und so ein Ding basteln. So, und jetzt hier erstmal den Helfer wieder ansetzen. So, Helfer an. Der Drescher ist voll. Das
So, wenn wir schon hier sind, ach ne, ja, tanken brauchen wir noch gar nicht. Auf was ist denn jetzt der Spritverbrauch? Wir sind schon, fahren schon so lange und Spritverbrauch normal. Das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir voll wenig Sprit verbrauchen. Also wie gesagt, also ich habe jetzt der MB-Truck ist im letzten Viertel. Hier der Fast-Truck hat ein Viertel verbraucht. Bei 7 Arbeitsstunden. Das ist wenig. Ich muss gleich mal gucken, wie lange der MB-Truck schon am Arbeiten ist. Oh, das Saatburg-Pickback hat sich verändert, sehe ich gerade. Ja, das ist eben durch den Patch auch gekommen. Das habe ich auch gesehen. Sind jetzt auch andere Hersteller geworden. Ist nicht mehr Lizard. Ah ja. Beziehungsweise, genau, das Saatgut ist von Pioneer. Aber das ist das Einzige, was geändert wurde. Jetzt geht es da nicht ganz rein. Oh, schade. So, genau. Bis jetzt sind es 29.000 Liter Sojabohnen. Er hat noch 2 Bahnen. Ja, das ist ja relativ bald beendet. Dann das Ding hier. Hallo, geht sie mal da weg hier. Mensch, hier. Spaziergänger hier am Händler, wie sie die dicken Maschinen sehen wollen. An dem Weg stehen. Mensch. Boah, not normal, würde ich sagen. Ja. Machen wir die Kiste mal aus. So, lass uns mal hier kurz. Ah, jetzt stehe ich hier hinterm Zaun. Was sagen denn unsere Schweine? Reproduktionsrate 4 Stunden 15. Das geht. 4 Stunden 15? Ja. Bei aktuell 36 Stück im Stall. Okay. Ja, ich muss definitiv hier mal nachlegen an Kühen. Ich habe ja nur, was waren es, 12 Stück oder so drin. Da geht noch ein bisschen was. Ja, ich werde auch noch nachfüllen irgendwann mal. Gucken, wie sieht es bei der BGA aus. Ja, die hat noch 2700 Liter, dann ist der zweite Anhänger auch durch. Passt. Aber es war ja da auch bloß wie bei dir der erste Schuss, den ich damals geholt habe, ne? Einfach, da schon mal was da ist. Genau. Jetzt halt erstmal dann gucken, dass die Versorgung sichergestellt ist. Richtig. Aber wir wollen ja keinen Ärger mit dem Tierschutz bekommen. Nehmen wir den Helfer raus beim Drescher. Und fahren wir noch ein bisschen selbst. Ja, komm. Gas geben. Den letzten Streifen hier, den machen wir noch schnell. So, okay. Dann wären wir hier. Oh. Jetzt müssen wir hier aber erstmal Platz machen, sonst wird es nichts mit ansehen. Ja, dann kriegen gleich mal die Schweinchen gutes Sojabohnen. Wir haben ja auch noch einiges am Lager liegen. Müssen wir mal gucken, dass wir die zumindest mal auf 100% voll bekommen. Ich sehe das hier mit 36 Schweinen, ist das schon schwer. Bei mir auf der nordfriesischen Marsch habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie fast 250 Schweine im Stall. Komm nicht hinterher. Ich krieg den Balken nicht aus dem roten Bereich raus. Echt? Das ist, ich habe jetzt irgendwie zwei Felder, ich hab nur drei Felder und ich bin da immer am Ansehen, Ernten reinkippen und das wird nicht besser. Okay. Wahnsinn. So, jetzt aber einmal. Die haben da, glaube ich, inzwischen eine Reproduktionsrate von der Dreiviertelstunde. Also da kommt schon einiges dann auch jetzt rum. Aber es macht Spaß. Da mache ich es im Grunde genauso wie jetzt hier. Das Geld verdient man mit der BGA und die Felder sind nur für die Schweine da.
Wann wie würde das jetzt noch gewesen? Oh, Bremsenberg runter! Der Schweineverkauf bringt doch auch was, oder? Ja, ich will aber erstmal gucken, dass ich den Stall voll bekomme. Ich habe da einen großen hingesetzt, einen Modstall mit 500 Schweinen. Und den will ich natürlich erst mal gucken, dass er möglichst voll wird, dass eben die Reproduktion dann gut ist und dass man dann eben immer ein, zwei Anhänger, sage ich mal, wegbringt und verkauft und dann, dass er möglichst schnell wieder voll wird. So ist zumindest der Plan. Ja gut, aber bei einer Reproduktionsrate von einer Dreiviertelstunde, das ist ja, puh. Da geht was. Ja. So, und ich habe jetzt von meinen drei Feldern 31.500 Liter runterbekommen. Ja, ich habe von meinem da irgendwie 10.000 Liter oder so runter. Da war eine Leitplanke, ja. Das jetzt verkaufen könnte alles, würde man reich werden. Mit 30.000 Liter so, ja. Mhm. Naja, so reich wird man da nicht, oder? Warte mal. Ja. Na. Oder lieber. Och, 2.700. Oh. Ja. So. Rechner. Naja, das sind 90.000 Euro. 31.500. Ja, 87.000. Kein schlechtes Taschengeld. Das ist wohl wahr, ja. So. Aber die Tiere gehen vor. Ah, ja, und schon wieder Laternen hier. Alle Schlepper laufen, keiner arbeitet was. Menschenskinder. Alle steht nur im Weg rum. So, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Oh, ja. Bitte nicht hingucken. doch, erzählt mir mal, was er gemacht hat hier. Die 31.000 Liter schieben ganz schön. Ich habe mal so eine kleine Ehrenrunde über das Nachbarfeld gedreht. Was? Der Anhänger mich da hingeschoben hat. Ja, da muss man rechtzeitig bremsen, Herr Nachbar. Ja, ich denke da nur nie dran. Das ist problematisch. Sonst geht er jetzt so eng und dann fahren wir so. Na, ja, da ist ein Pfosten. Ich habe es gesehen. So, den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Weil dann kann nämlich der Helfer hier jetzt zu säen anfangen, wenn der Acker hier leer ist. Ich will die Sojabohnen nicht ins Lager schicken. Wir müssen wieder da hinten rum. Ah, da ist eine Häuserkante. So. Der Trigger von meinem Lager hier ist irgendwie quer über den Hof hier gefühlt. Da stehe ich noch nicht im Trigger und er hat gesagt, ich kann abkippen. Und das Ding zum Abladen für Schweinestall ist so mickrig und klein, dass man da wirklich rangieren muss und gucken muss, dass man da rankommt. Nee. So, hier hauen wir mal Raps drauf, würde ich sagen. Das jetzt stehen wir da, aber ich kann nicht abladen, weil wir nicht weit genug drüben sind. So. Oh ja, Bohnen. So, gucken wir mal, ob wir da jetzt. Ah, oh, ein oranger Balken, ein grüner Balken. Mensch, jetzt kenne du magst Sachen hier. Jo,
Voll, und wir haben nichts mehr drin. Gut, perfekt. Das heißt, die Sojabohnen, die wir jetzt am Lager haben, die 11.000, die lassen wir erstmal. Aber wir wollten, können da noch Kartoffeln reinkippen, genau. Runterfahren. Dann nur den blöden IBC-Container hingeschoben. Mal gucken, reicht das? Ja, gut. Kartoffeln haben wir gesagt. Hoppala. So. Das wird jetzt zwar viel zu viel sein, wenn ich hier alle einlade, aber lieber einmal zu viel und dann wieder zurückgekippt, als dass man zweimal holen muss. So. Irgendwie bräuchte ich, glaube ich, hier für den Hof noch einen kleinen Anhänger. Wirklich ein Krampf mit dem Riesenteil da. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, ich bin froh, dass ich keinen Drehschemel-Anhänger habe. Weil ich glaube, da würde ich zwei Folgen brauchen, um da irgendwie zum Abkippen zu kommen. Der von der Bergmann, der Hänger, ist doch schön, oder? Der kleine, der hat, glaube ich, 8.000 oder 14.000 Liter. Das ist doch genau das Richtige. Ja, das hatte ich mir schon gedacht, so irgendwie sowas in der Richtung. Das ist, glaube ich, ein Standardhänger, oder? Ja. Dann gibt es ja einmal den Drehschimmel, der seitlich abkippt, und einmal der Einachser, der nach hinten abkippt. Wobei, wenn es so eng ist, ist der Drehschemel halt schon angenehmer, wenn du einen kleinen gelenkigen Schlepper hast. Oder die nächste Überlegung wäre vielleicht ein LKW. LKW? Kein Sattelzug. Ich weiß gar nicht, haben wir, glaube ich, im Moment nichts als Mod drin. Aber da gibt es halt schöne auch normale Zugbrüche. Oder man muss ein bisschen warten noch, bis vom IFCO das Fliegeltransportpack kommt. Ist ja da auch am Basteln wieder. Oder dann die normalen 2-Achs, 3-Achs LKWs hast. Weil dann kann man, denke ich mal, leichter da rein rangieren. So, aber wie gesagt, 6.000 Liter Kartoffeln zu viel gewesen. Wollen wir noch? Ja. Den Weizen, der da drin ist. So. Also. Dann runter mit dem Mähwerk hier. Und Feuer frei, hätte ich gesagt, ne? So, Weizen. 5.000 Liter, das war ja genau das, was wir von der einen Mission überbehalten haben. Ist manchmal auch gut. So, dann das letzte Mal da hinten reinschieben. Ja, wie gesagt, wenn du mal Weizen oder so oder Stroh brauchst, ne, ich kann dir ruhig mal einen Hänger rüberfahren mit Ballen. Also wenn du einen richtig großen Hänger mit Ballen haben willst, dann wären da so sechs, zwölf, 24, 48 Ballen drauf. Ich glaube nicht. Ich bedenke, jetzt so, der Strohbalken bei mir ist im grünen Bereich und es sind 8.500 Liter drin, also es wären ja zwei Ballen. Dann könnte ich irgendwie 100 Jahre meine Schweine mit dem Stroh versorgen. Also du kannst natürlich auch die Hälfte haben. Die Hälfte also, sind... Im Moment reicht es erstmal. So, genau, den lasse ich den einfach jetzt hier stehen. So. Muss bald. Ja, der muss. Ne? Wenn du was brauchst, musst bald nur rechtzeitig Bescheid geben, dann kann ich das halt anzählen. Ne? Weil, wie gesagt, ich muss ja eh Weizen machen, weil ich da noch jede Menge brauche und dann mache ich in der nächsten Aussaatrunde
Dann habe ich auch wieder eigenes Stroh. Hätte das letzte Mal ja, wo ich Stroh auch gemacht hatte, ja mir irgendwie nur so den Rest einfach ja hingekippt gehabt. So, der ist mit dem ersten Feld auch fast fertig hier. Ja, Das und ist wir doch sind gut. auch fertig. Gott, die Zeit rennt, das ist Wahnsinn. Es ist so unglaublich, wie schnell sie hier verringt. Aber es hilft ja nichts. Naja, gut, also wenn, ne, vorausgesetzt, wenn der Zuspruch sehr, sehr groß wäre, ja, und ihr unbedingt mehr sehen wollt, ne, es lässt sich bestimmt irgendwas einrichten, wie der Gacki und ich hier euch ja Gutzili zusammen machen könnten. Aber da muss natürlich auch dementsprechend Feedback her, ne? Also ich würde sagen, ich weiß nicht, hast du eine Idee, was die Leute veranstalten könnten? Nicht wirklich im Moment. Müssen wir mal gucken. Ja. Viele Daumen oder sowas oder viele Kommentare. Da können wir uns ja jetzt gleich nochmal beraten, was wir euch zur Challenge machen. Und dann können wir ja vielleicht mal, ich weiß ich nicht, eine zusätzliche Folge in der Woche oder mal einen kleinen Livestream oder sowas. Wie gesagt, aber das hängt halt an euch, Leute. Ihr müsst hier uns richtig pushen und dann geben wir euch noch ein kleines Gutzli dazu. Aber das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dabei und tommelt mal richtig in den Kommentaren. Wir wollen mal sehen, ob ihr überhaupt da seid. Tschüss von mir. Jo, von mir auch kurz und gut. Tschüss, Dienstag geht's weiter, also schaltet wieder ein.